Hallo Modellbaufreunde, ich begrüße euch beim Weiterbau der Rocket von Okre. Wir bearbeiten jetzt in diesem Video Abschnitt 19 bis 22. Ich habe auch jetzt im Modell die linke Seite schon mal vorgearbeitet, damit ich mal ein bisschen reinfinde, damit ich euch jetzt auf der rechten Seite besser zeigen kann. Ich habe jetzt nur leider ein bisschen festgestellt, mit der Anleitung nimmt Okre das leider nicht so genau. Vielleicht ist das auch so üblich oder ist das so von Okre nur so oder im Modell, im Holzbau, weiß ich nicht. Ich bin da eigentlich ein bisschen enttäuscht, das Modell gefällt mir noch gut, aber mit dem Bau, so wie die Anleitung ist, ist es ein bisschen schwierig. Man muss da selber sehr viel rausfinden und teilweise stimmt das ja auch nicht mit den Maßangaben nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte. Normalerweise sollte es auch die Maße, die angegeben werden, sollten ja eigentlich auch stimmen. Aber anscheinend ist das hier nicht so. Ich habe jetzt im letzten Video habe ich ja hier die Rohranschlüsse gemacht mit den Muffen. Die musste ich ja kleiner machen und habe die wahrscheinlich auch ein bisschen zu nah dran gesetzt. Jetzt aber, weil ich ja kleiner gemacht habe, damit ich unter den Niederattrappen dran komme. Jetzt habe ich auch jetzt die linke Seite jetzt vorgearbeitet, das Rohr schon mal dran gemacht. Was jetzt ein bisschen was Problem ist aufgetaucht ist, hier kommt so ein kleines Rundholz. Das sollte laut Anleitung sollte das 10 mm sein. Hätte ich es aber jetzt 10 mm gelassen, hätte das hier nicht mehr gepasst in der Höhe, weil ich ja hier noch die eine Stange kriege. Und ich habe hier noch eine Stange, die später noch jetzt noch dran kommt, die auch noch so dran kommt. Das wird mir alles zu eng. Und über den Verteiler kommt noch so ein kleiner Regler, der wird auch noch drüber gesetzt. Der passt dann gerade so unter die Niete noch. Also habe ich den Verteiler ein bisschen kleiner gemacht. Es passt alles, das wird wahrscheinlich auch noch später gut aussehen, aber ich finde das ein bisschen schade, mit dass Okre da nicht ganz so genau nimmt. Es ist jetzt leider so, es ist. Modell gefällt mir noch. Ich würde das ja natürlich auch weiterbauen. Und naja, so ist das eben jetzt. Da muss ich jetzt durch und lasst uns weiterbauen. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist wieder das Dampfgestänge. Ich nenne es jetzt einfach Dampfgestänge für die rechte Seite. Und dann deswegen bauen wir das jetzt mal zusammen. Ich muss die Teile jetzt zusammenkriegen. Das sind die Bauteile, kann ich euch sagen. Dann gehen wir mal zurück, wenn euch was ein bisschen hilft. Das sind die Bauteile hier. Das geht von 37, 38, 39, 40. Dann hier die Triebstange 41. Da muss man aufpassen, dass man die nicht festklebt. Die muss beweglich bleiben, weil die später mit dem Rad, die soll sich mitbewegen. Und dann haben wir hier noch 42 und hier noch verschiedene Stangen. Hier ist sogar 37. Wir bauen die jetzt mal zusammen und dann seht ihr das mal. So, ich nehme mir die Teile zurecht. Hier ist noch so ein kleines Klötzchen, was hier auch noch da dran kommt. Das ist aus Holz. Das ist 5x5x10 mm. So, okay. Dann bauen wir jetzt das zusammen. Mache ich meinen Sekundenkleber in die Tan, der ist hier. Ich hatte das bei der linken Seite, habe ich was Folgendes gemacht. Ich habe das jetzt hier ein bisschen wichtig ist. Jetzt, dass der Schlitz gleich noch zur Triebstange zeigt. Ich mache jetzt ein bisschen voran, weil ich das alles bis 1 und 1 jetzt da reinkriegen muss. Das ist Sekundenkleber, aber der ist ja auch nicht ganz so schnell. Wenn man sich ein bisschen beeilt, dann geht das. So, jetzt muss ich das richtig schon drehen. Ich hoffe, ihr seht das auch alles ein bisschen. Drücke ich das alles zusammen. Der ist noch nicht drin. Ups. Also, so. Haben wir es manchmal so fest. Ja. Ich habe das jetzt genau so. Ich würde das nochmal nachbemalen, jetzt viel, noch ein paar Fehlstellen, aber weil ich noch so dran arbeite, ist immer so. Als nächster Schritt mache ich schon hier. Ein kleiner Klotz da rein.
Ups, das mache ich schnell. Man soll sich nicht die Finger festkleben. Andere Rezette. So wieder aus. Weil das Holz ist, ist das ein bisschen heller, aber ich sag, ich bemale es dann noch ein zweites Mal und dann passt das. Als nächstes muss ich jetzt die Antriebsstange, die müssen wir aber vorher jetzt hier so reinlegen. Mit dem Festkleben, da ist die Seite, damit ihr das seht, muss ich jetzt hier rein tun. Und dann die da reindrücken. So. Alles beweglich. Noch ein bisschen ausrichten, damit das auch schön sauber aussieht. Das war auch bis jetzt auch vorher kein Problem. Ich sage, ich habe die Öse hier. Das, ja, das runde Teil habe ich quasi noch ein bisschen zurückgefeilt, weil das ein bisschen zu groß war und die Dinger standen quasi so weit weg, ist übertrieben gesehen. So, jetzt lasse ich mal kurz ein paar Sekunden trocknen, ein paar Minuten trocknen und dann zeige ich euch das nächste Problem, was mir Okre quasi mitgeliefert hat. So, ich habe es jetzt trocken lassen, ich möchte es aber jetzt montieren. Jetzt war die nächste Sache, die Okre, was ich ein bisschen bescheiden fand. Die sagen hier, im Bauschreib 20, ich habe auch hier die Öse habe ich ja angebracht, die ist auf der anderen Seite auch schon, habe ich schon vorher geklebt. Jetzt ist die Sache, man soll hier ein Shift A verwenden. Das sind aber gleich, das sind quasi A, das Stifte, da gibt es 300 von. Und eins, zwei, 300 von in der Kiste drin habe, das sind hier die kleinen Nägelchen. Die Nägelchen würden hauptsächlich hier für die Niederattrappen genommen. Das Problem, was ich jetzt fand, das Loch, was da vorgegeben ist, hier, wenn ich das Szenario jetzt da rein tue, fällt der glatt durch. Der Kopf ist zu klein, also das passt nicht. Das ist auch nichts mit anders mitgeliefert und ich habe selber auch jetzt nichts Nagel oder was mit einem runden Kopf ist, was ich hätte mit festmachen können oder was ich benutzen hätte könnte. Ich bin aber dann hingegangen, habe dann das Teil jetzt vorgekippt, das würde ich auch jetzt machen und habe dann mit dem 1,8er Bohrer mir ein Loch gebohrt und von den Messingstangen, die mitgeliefert werden, habe ich mir ein kurzes Stück abgeschnitten und das würde ich dann einkleben und den Kopf quasi überpinseln und das sieht dann so aus und das kann man eigentlich so lassen. Nur ich ist ein bisschen bescheiden. Normalerweise sollte ein Stift dabei sein oder ein größerer Nagel, ein Messingnagel, der auch dafür passt. Aber leider ist es nicht so. So, wir legen das Teil jetzt mal auf der anderen Seite. Ich muss ein bisschen aufpassen. So. Und noch was. Ich bin da ein bisschen sauer drüber. Das ist eben so, was auch nicht so schön angegeben ist. Man soll ja die Seitenteile jetzt hier anbringen. Aber es ist so nichts vorgegeben. Man soll das hier einfügen. Aber es ist nichts direkt vorgegeben, wo, so, 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 kein Winkel, gar nichts, so, welchen Anhaltspunkt man nehmen soll. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir das so angehalten, dass später die Stange, die jetzt hier ist, die relativ gerade ist, zu dem hier, zu den Antriebsgestänge und das alles. So habe ich das gemacht. Ich versuche jetzt, wenn ich es jetzt anklebe, das genau parallel von der linken Seite aufzukriegen. So, jetzt nehmen wir was Sekundenkleber. Da müsste eigentlich okay, ein bisschen mal nachbessern. Ich kann es eigentlich irgendwo nicht verstehen. Das Modell ist ja, glaube ich, schon mehrere Jahre auf dem Markt. Und mit ich selber nur das Problem habe, weiß ich nicht. Ich habe auch, glaube ich, jetzt von mir aus keinen Fehler gemacht, weil jetzt auch hier die Höhe mit den Seiten, der Brennraum, der ist
Die ist ein Loch drin, wo ich auch den Kessel einfülle. Die Maße sind ja vorgegeben. Also ich kann es nur so zusammenstecken, wie es mir vorgegeben worden ist. Also es ist vom Modell her vorgegeben. Es ist, naja. So, jetzt muss ich gucken, ich den Kleber jetzt nur dahin tue, wo ich ihn brauche. Ein bisschen mal so halten. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Na. So. Jetzt muss ich gucken, dass einmal parallel ist. Ups. So. Ja, weil ich so sehen kann. Ist so gut. Ich halte das Moment mal so kurz fest. Und dann schalte ich die Kamera gleich wieder ein, wenn wir den Splint da rein. Ja, ich habe das jetzt trocknen lassen. Ich würde das jetzt hier vorbohren und meinen selbstgemachten Splint dann da reinsetzen und das mit der Farbe nachtupfen. Jetzt würde vielleicht nett Leute, die mit so Okra-Modelle haben, die vielleicht bei mir mal in den Kommentar reinschreiben, wie das bei Okra so öfters ist, dass das ein bisschen ungenau ist oder es ist so, dass man das so machen soll oder ja, wie soll ich das sagen, mit man auch viele Sachen selber machen muss oder sowas. Und dann ist das also. Ne? Dann kleben wir jetzt das mal ein. Das hat drüben auf der Seite sehr gut funktioniert. Wenn das trocken ist, würde ich das nochmal mit der Farbe nachtupfen. Und dann ist das auch so fett. Da kann man, wenn da einer mal dran kommt, bin doch da nichts passiert dann. So. Lass uns mal kurz erstmal ein bisschen trocknen. Ja, stimmt so. Der Teil ist jetzt fest. Ich habe es jetzt so festgemacht. Jetzt brauche ich die nächste Dampfstange, irgendwas, wie die schon nennt. Muss ich jetzt festmachen. Schon die Pinzette. Gucken wir mal, was da noch ist. Fest. Ah, funktioniert ganz gut. Okay, nächstes Mal etwas. Und jetzt hätte ich das nächste. Ich habe diesmal viel zu meckern, aber das ist leider so. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Was ich doch mal zu meckern habe, die ganzen Stangen. Okay, die waren die Bohrungen, ja, im Kessel waren vorgegeben, ja, schon festgeklebt. Jetzt diese Stange hier, ich weiß, was auch eine Haltestange, die führt hier runter zu dem Verteiler. Aber man kann nicht erkennen, geht die Verteiler rein, liegt die dahinter. Man kann auf keinem Foto richtig erkennen, wo das Ding genau hinführt. Es wird auch in der Beschreibung im Wortlaut nichts erklärt. Das ist jetzt so, wie das ist. Jetzt bin ich schon hingegangen. Achso, noch was. Die ganzen Stangen hier. Man hat ja hier in der Beschreibung Vorgaben gehabt. Teilweise. Jetzt zu diesem Arbeitsbereich mit den Stangen. Die Stangen 45 und 46 hat man keine Vorgabe gehabt. Also muss man selber messen, gucken, wie lang, wie groß und was die da alles sind. Ist das so? Aber naja, ich finde es ein bisschen komisch. Jetzt bin ich von mir aus hingegangen. Ich würde jetzt hier oben das hier befestigen und dann einfach hinter den, später hinter den Verteiler einfach führen.
Und dann wird das irgendwie so passen. Ich hatte das mal kurz hier dran. Ja. Ich mache den Verteiler jetzt, glaube ich, erstmal dran. Dann kann man das dann, das kleine Holzteil hier, kann ich das, glaube ich, besser, wie der Platz denn da ist. Da. Ich setze den Verteiler jetzt mal so drauf, mich ja noch, na, bisschen langsam, ruhig. Mich die Stangen noch irgendwie dahinter kriege. Und das dann optisch so aussieht, dass sie da irgendwie wahrscheinlich auch reinlaufen würden. Ich vermute, wie das auch so gedacht war von denen. Aber man kann es ja auch irgendwo dann beschreiben. Aber leider ist es nicht so. So, genau, jetzt habe ich ihn so da, wo ich ihn hinhaben möchte. Ich hoffe, das funktioniert auch mit der Stange. Ich gleich ihn auf meinen kleinen Regler dann da dran kriege. Da. Jetzt muss ich gerade mal nochmal anhalten. Das ist das, was ich jetzt befürchtet habe. Nee, da. Ja, ich fühle ihn einfach da hinten dran. Und dann ist es so, wie es ist. So genau wollte ich auch später gerne hingucken. Ist noch ein Modell, ein kleines. Aber ich finde es schade, dass das nicht ganz so genau genommen wird mit der Anleitung. Und das wird ja eigentlich von Okre eigentlich so beschrieben, wie das ein einfaches Modell ist. Und das finde ich jetzt gerade nicht. Man muss ja doch noch da ziemlich improvisieren. Na, ja, da hinten. Einmal. Dahinter, das fühlt sich einfach dahinter. Vielleicht ist auch die Stange nur zur Stabilität, aber das nennt sich der Verteiler. Normalerweise hätte das dann irgendwie vielleicht hier in der Seite reingeführt werden sollen, aber das laut Foto, es geht ja bei denen auch irgendwie hinter dem Verteiler. Was man so erkennen kann. Ich bin auch schon hingegangen, habe mit dem Handy das abfotografiert und habe mir das Größte gezogen, damit man was erkennen kann, aber kann man leider nicht. Jetzt fast die Stange hier runter geworfen. Jetzt machen wir die auch mal dran. Ich muss die auch mal kurz anhalten. Das ist dann auch alles so passt. Ja, man kann es so lassen, ja. So sieht es auch so optisch. Sieht es ja ganz an. Sieht es echt annehmbar aus, so ähnlich wie auf dem Foto. So, jetzt kleben wir als letztes die Armatur. Heute nicht aber Quatsch. Der Regler. Der hat schwarz, gold und braun. Ja, hier ist so rot, aber das braun eigentlich angegeben. Aber ich würde den jetzt draufkleben. Und der war auch gebrochen gewesen. War hier gebraucht, hat schon mit Sekundenkleber zusammengeklebt. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, langsam genug gemeckert über Okre. Das ist eben so. Deswegen werde ich auch auf dem Platz alles. Ich muss das genau dazwischen führen. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Gehen die Linie wieder hoch. Ich hoffe, das stimmt nachher alles mit den Rädern und das, naja. Wäre lieb, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreiben würdet, wie das jetzt ist mit, ist das normal jetzt bei solchen Sachen oder habe ich irgendwo einen Fehler drin, weil wahrscheinlich von nichts gemerkt habe oder weiß es nicht. Ja, wäre lieb, wenn ihr mir einen Kommentar geben würdet, vielleicht auch einen Daumen hoch oder auch hier, ja. Abo.
sowas in der Richtung. Und dann, ich würde auch noch jetzt noch zwei, drei Fotos nochmal wieder reinstellen zum Anschluss Video, damit man das so ein bisschen besser sehen kann. Okay, dann, also machen wir direkt noch die Vorschau, das vergesse ich ja sonst immer. Dann konzentrieren wir uns diesmal auf den Kamin. Das ist hier das Rundholz. Und dann muss ich auch die ganzen Alubleche vorschneiden, ja, bekleben, die Nägelchen, die Stifte, die dabei sind, reinmachen, bemalen. Also so viel wird das nicht sein. Das geht dann quasi bis 27. Und was ich auch jetzt schon mal, was wieder aufgefallen ist, was ich jetzt zu meckern habe, jetzt hier die Stangen, die vom Kamin weg sind, die gehen ja hier vorbei, aber wo führen die genau hin? Hören die jetzt hinten am Kessel einfach auf, weil das Befestigungsstangen sind? Ich weiß es nicht. Man hat auch kein Foto, damit man das hier von dem Brennraum, von Führerstand quasi später sieht. Ist nichts dabei. Ich habe da auch immer mal geguckt, versucht im Internet mal zu gucken, auch bei YouTube. Es gibt einen Spanier, der baut das Modell, aber da kann man leider auch nichts drauf erkennen. Naja, so ist es. Okay, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist mir gerade die Antriebszeile rausgefallen, aber dann tun wir sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal.